So, liebe Leute, und jetzt machen wir die ganze Sache mal ein bisschen noch allgemeiner. Und zwar, wir werden jetzt mal nur mit den einfachen Funktionen selber arbeiten. Und zwar, ich erkläre das mal ohne Zahlen, ohne alles. Nicht so wie in Teil 1. Also, wenn, Leute, geht mal hier oben auf den Link. Wenn nicht, wenn hier kein I erscheint, dann mal da oben hintippen mit dem Finger oder mit der Maus, dann seht ihr, da kommt man zu solchen Sachen, zu solchen Hinweisen, die ich immer wieder gebe. Also nicht vergessen hier oben. Wir hatten ja bisher die H-Methode mit Zahlen gemacht. Das ging auch ein bisschen leichter, das war leichter vorstellbar. Jetzt machen wir die ganze Sache mal nur mit Buchstaben. Buchstaben am ersten Beispiel, ich meine jetzt nur mit Variablen, also nur mit echten Funktionen. Erstes Beispiel, ich erkläre das nur mit f von x ist x Quadrat. Und wir müssen diese Steigungsform nehmen. Nebenbei nochmal, wo diese Steigungsform eigentlich herkommt, die hier. Die kommt eigentlich von dieser linearen Steigung, also wo wir Differenzenquotienten gebildet haben, wo wir bei linearen Funktionen also einfach den Anstieg errechnet haben. Guckt mal hier, hier werde ich dann einen Link anbringen. Wenn ich jetzt aber sage, dazu auch nochmal zu Teil 3 werde ich dann auch hier den Link anbringen, nochmal, wenn ich also sage, ich möchte mich vom x-Wert her dem eigentlichen, mich interessierenden Punkt so nah wie möglich annähern, dass nahezu kein Abstand mehr ist, dann müssen wir eine Grenzwertbetrachtung durchführen und dann sagt man in diesem Fall Differentialquotient. Und wie das jetzt nur mit Variablen geht, das habe ich mal kurz vorbereitet, das machen wir jetzt zusammen. Also, ich sage gut, ich nehme mir diese Form, diese allgemeine Steigungsform und wir wollten ja f von x ist x Quadrat einsetzen. Das heißt aber, trotz alledem, egal, das müsst ihr euch grundsätzlich angewöhnen, wenn ich hier unten eine 0 entstehen lasse, nochmal zur Erinnerung, hier, es geht um die Funktion, hier, wenn ich den xh-Wert, dem xm-Wert annähere, also der interessierende x-Wert ist der, und ich nähere mich so an, dass die beiden deckungsgleich sind, dann steht hier unten eine 0. Und jetzt kommt ja der Trick der h-Methode, und den wenden wir jetzt an, das heißt, wir sagen, okay, das xh, das mit dem Hysteresewert behafteten, der also weiter weg liegt, das ersetzen wir jetzt ganz einfach, substituieren mit h plus xm. Mit einem Wert, den wir uns einbilden. Und den lassen wir dann gegen 0 gehen. So, und jetzt geht's los. Dann sagen wir, okay, nächste Zeile, ich schreibe mal alles ein bisschen größer. Ich schreibe gleich hier was hin, was wichtig ist, der Bruchstrich bleibt. Wir schreiben im Prinzip die Formel ab und setzen das ein, was da eigentlich passiert. Und sagen, gut, was ist denn f von x, na, x Quadrat. Und f von xh ist xh Quadrat. Also setze ich statt des xh h plus xm ein. Und da das aber quadriert wird, sage ich, okay, h plus xm in Klammern zum Quadrat. Minus, ja, wir wollten ja fh ersetzen und nicht xm. Und xm und f von xm ist demzufolge xm Quadrat. Ja, und hier unten sagen wir, wir wollten ja wieder das fh ersetzen, also h plus xm. Und jetzt kommt das alte minus xm und fertig. Da ich mich jetzt aber jetzt nicht mehr mit den x-Werten eigentlich beschäftige, sondern dieses h, diesen Abstand immer kleiner werden lasse, sage ich, okay, hier geht es um h soll gegen 0 gehen. So, jetzt ist der Rest eigentlich Pillepalle. Jetzt gucken wir uns erstmal hier was Schickes an und dann sagen wir, oh ja, xm minus xm fällt schon mal weg, es bleibt das h hier stehen. Vorsichtig, das muss ich erst ausmultiplizieren, dann kann ich vielleicht auch noch was wegstreichen. Gucken wir, wie das aussieht. Also es geht immer noch um den Limes mit h gegen 0. Und jetzt, erste binomische Formel anwenden. H Quadrat plus 2 mal h mal xm und jetzt plus xm Quadrat. Und da hinten steht noch mein altes, nicht zu vergessen, minus xm Quadrat. Na super. Hier unten steht mein h, den Rest habe ich mir geschenkt. Und auch jetzt kann ich sagen, na prima, wenn ich diesen Riesenterm zusammenfasse, fallen die beiden auch raus. Aber wie geht es jetzt weiter? Na so wie beim ersten Video letzten Endes auch. Man sagt, gut, ich habe es ja mit diesem und mit diesem Teilterm zu tun. Die stehen aber auf einem gemeinsamen Bruchstrich. Ich vereinzle die Dinger ganz einfach. Ich sage, gut,
Ist kein Problem. Und während ich überlege, kann ich schon mal wieder diesen Limesausdruck hinschreiben und dann schreibe ich einfach h Quadrat geteilt durch h plus 2h xm durch h. Und jetzt kann ich kürzen. Hier nicht, Summen kürzen die Dummen. Gut, kürzen wir das mal. Durch h ist 1, durch h bleibt h. Hier durch h ist 1, durch h ist 1. Was bleibt übrig? Eine 2 und ein xm. Jetzt wissen wir ja, nach den Grenzwertsätzen kann man sagen, ein Grenzwert, der aus zwei Teil, also der von zwei, von einer Summe oder einer Summe aus mehreren, nicht bloß zwei Summanden gebildet wird, kann ich die Grenzwerte auch einzeln berechnen. Wenn ich aber h gegen 0 gehen lasse, dann passiert hier Folgendes: Das h ist 0, dann steht hier eine 0, das schreibe ich nicht nochmal hin. Und was steht hier? Hier bleibt übrig 2xm. Also, das nehme ich jetzt als rotes Ergebnis. Es muss rauskommen 2 mal xm. Ist doch wunderbar. Für die, die die Ableitung schon können, eigentlich heißt ja unsere Originalfunktion f von x 2x². Und die erste Ableitung heißt f' von x ist 2x. Und wenn ich tatsächlich die Stelle xm, m wie Anstieg in diesem Fall, wenn die mich so besonders interessiert und ich mache das jetzt nur mit Variablen, dann sage ich, okay, dann ist es eben 2 mal xm. Na prima. Das bestätigt, dass wir richtig gerechnet haben. Aber selbst wenn nicht, dann ist das kein Problem. Gut, Leute, jetzt wollten wir ja sagen, jetzt kommt die zweite Variante. Wir probieren das oder ihr probiert das mal als Übungsvideo aus, aber ich mache dieses Video dicht und verweise dahin. Übungsvideo, wie ich zu Anfang gesagt habe, spult nochmal zurück, guckt euch nochmal an. Bis später. Tschüss.